Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die Brigitte-Box ist bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Beauty-Abo-Box erscheint alle 2 Monate, kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box, je nachdem welche Abo-Form du wählst. Und in diesem Video kannst du eine Box gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox, weil es eine Kooperation ist. Genau, ich bekomme die kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sich hier nun mal vorzustellen. Und deswegen habe ich hier auch so einen kleinen Flyer drin. Liebe Claudia, die goldene Jahreszeit naht. Naja, sie ist echt schon da. Und auch die neue Ausgabe der Brigitte-Box bringt dich zum Strahlen. Das hoffe ich. Unter dem Motto glanzvoller Auftritt lässt sie dein Herz höher schlagen und versorgt dich mit exklusiven Produkten. Viel Freude beim Ausprobieren. Liebe Grüße, Laura vom Brigitte-Box-Team. Ja, liebe Laura, da bin ich ja mal gespannt, inwiefern deine Box mich hier zum Strahlen bringt. Nein, also alles gut. Hier haben wir zuallererst nämlich etwas, was ein vielleicht das Unboxing etwas entspannter erleben lässt, um das mal so zu sagen. Also das ist ein bisschen Stoff. Kolonne 0, weiß ich nicht, Rosé? Nee, doch nicht, das ist alkoholfrei. Ja, sehr gut, Leute, ich kann endlich mal, hier so ein Fläschchen, was daneben lag, probieren. Kann ich nämlich sonst nie. Das scheint mir ein alkoholfreier Wein zu sein und das gönnen wir uns doch mal. Ganz klassisch aus der Flasche. Nee, das Kohlensäure drin, das hat gerade gezischt. Ich probiere es mal, Prost. Okay, Leute, das ist ein alkoholfreier Sekt und der gehört eigentlich gekühlt. Aber es ist okay, es schmeckt ganz gut. Eigentlich machst du es ganz stilvoll in ein Glas, aber ich habe hier kein Glas. Nein, ich habe keine Gläser hier. Es ist ein Raum weiter. Ich bin zu faul, um aufzustehen, läuft bei mir. Aber ich muss sagen, der schmeckt ganz lecker. Und ja, das bringt mich auf jeden Fall schon mal zum Strahlen, weil ich endlich etwas probieren kann. So, dann ist hier auch noch die Info von My Surprise. Weihnachten kommt aber auch immer so plötzlich, genau. Jetzt nur noch und zwar bis zum 30.09. bekommst du 20% Rabatt auf die ganzen Adventskalender. Das ist von dem Blackbox Men Adventskalender, von dem Pinkbox Adventskalender, von dem Brigitte Box Adventskalender und von dem Beauty Love Adventskalender. Die 4 bekommt man entsprechend auch auf der Homepage, verlinke ich dir unten in der Infobox einfach mal und ich bekomme sie alle. 2 bekomme ich in der Kooperation, 2 habe ich mir selber gekauft. Hi, ich freue mich schon. Und eine weitere Geschichte ist noch nebenher gewesen und zwar für 4 Euro bekommst du die Brigitte Woman, das ist diese schöne Zeitschrift. Ja. Ich würde sagen, die Frau auf dem Cover lässt auch so ein bisschen darauf schließen, welche Zielgruppe diese Box ungefähr hat. Also ich würde sagen, 35 plus ist so ein bisschen die Zielgruppe, wobei ich mich auch zur Zielgruppe zählen würde, also vielleicht so 30 plus. Ne? Das wäre so die Zielgruppe von den Inhalten der Produkte, von den Produkten, genau. Mit 50 Sachen von Berlin nach Hamburg, Katja Eichinger im Gespräch. Mutter und Töchter, Pubertät trifft Menopause, alles selbst gemacht, der Traum vom eigenen Ferienhaus, ganz bei mir, wie wir lernen, weniger auf andere und mehr auf uns selbst zu hören. Also das, ne, passt für mich persönlich tatsächlich vollkommen rein, also das ist halt eigentlich voll meine Zielgruppe. Ja, und jetzt haben wir hier die Box, die wie immer sehr, sehr schwer ist und die Brigitte Box hat uns das ein oder andere Mal schon ein bisschen überrascht. Wir haben hier irgendwie so eine Edition, die für mich so ein bisschen, ne, goldener Herbst, ja, aber sie sieht sehr, sehr weihnachtlich aus, oder? Weiß ich nicht. Oder ich habe nur Adventskalender im Kopf, man weiß es wirklich nicht. Dann haben wir hier nämlich den ersten Blick in die Box. Das ist das Seidenpapier, das Seidenschleifchen. Öffnen wir mal. Wir halten das Näschen kurz ran. Und riechen nur Papier. Schade. Ich öffne mal den Kleber. Manchmal kann man durch Düfte nämlich schon mal so ein bisschen spekulieren, was in der Box drin ist. Hier haben wir dann einmal das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Und ich sehe direkt das erste Produkt, Leute. Also das Häppchen, wo drin steht, was drin ist, lassen wir jetzt tatsächlich erstmal zu. Da sind auch die Preise und die Produkte abgebildet. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gucke ich rein. Aber ich möchte mich wirklich nicht spoilern lassen. Denn auch für mich ist es hier immer so ein Blind-Unboxing. Ich spoilere euch zwar, aber ich selber möchte nicht gespoilert werden. Es ist merkwürdig, aber so bin ich. Und zwar haben wir hier von Dr. Oetker My Sweet Table Mini Google Hub Schokolade. Da sind 9 Stück drin. Und ich hatte die schon mal in einer anderen Box drin.
Mein Freund hat sie vernichtet quasi. Ich war entrüstet. Ich hatte die irgendwie auf den Wohnzimmertisch gelegt, weil da lege ich halt meistens so die Essensprodukte aus den Boxen einfach hin, dass ich die dann demnächst einfach mal essen kann. Und dann kam ich von der Arbeit nach Hause und Monsieur ist ja noch im Homeoffice und das wird er wahrscheinlich noch ziemlich lange bleiben. Und hatte die alle weggenascht. Ja, ich glaube, ich mache ihn damit sehr, sehr glücklich, ne? Weil er ist halt auch echt so ein Schokokuchen-Fan und von daher ist das echt toll. Doch, mit belgischer Schokolade verziert 1A, sieht alles sehr, sehr lecker aus und ich glaube, damit mache ich meinen Freund einfach mal glücklich. Bin ja auch ein guter Mensch. So, dann haben wir hier als nächstes Invisible Fresh Deodorant Spray, mein Lieblingsdeo, Mini, ohne Palmöl, ohne Aluminium, liebevoll frisch, aber ich kenne die Marke jetzt nicht, CL, sagt mir jetzt so ehrlich gesagt nichts, 20 Milliliter sind hier drin und das ist so ein kleiner Pumpspender. Das finde ich total geil, weil das kann ich auch super in der Handtasche mitnehmen und ich möchte ja selber, möchte ich mir ja keine Deos in diesen Aluminiumflaschen mehr kaufen, weil ich finde das einfach umweltfreundlicher, wenn man das anders macht, zum Beispiel ein Deo-Roller, ein festes Deo oder eben sowas. Und deswegen finde ich es toll, dass es hier mit dabei ist. Das wird jetzt in meine Handtasche wandern. Das riechen wir mal. Ich rieche Deo wie Parfum. Ist das merkwürdig? Ein bisschen, oder? Oh, das riecht voll angenehm. Kirschblüte oder wonach sollte das riechen? Steht hier gar nicht drauf. Das riecht nach Kirschblüte und so samtig irgendwie so. Das riecht mehr nach Frühling als nach Herbst. Super angenehm. Das ist voll mein Duft. Boah, riecht richtig, richtig toll. Und wenn das noch entsprechend hilft, ohne Aluminium, ist auch, ne, ohne Mikroplastik, ohne Parabene, ohne tierische Inhaltsstoffe, vegan und so weiter und so fort. Ich glaube, da werden viele Frauen auch glücklich sein, wenn sie die Box aufmachen, das drin haben. Dann haben wir etwas von einer Marke, das hatten wir auch schon öfters in der Brigitte Box, Laboratories Lirac Lift Integral Q-Décolleté Gel Creme 10 ml. Das ist eine Hals- und Dekolleté-Creme, die dich liften soll. Ich persönlich verwende sehr, sehr viele Cremes, ja, aber ich verwende sowas nicht. Also das wird wahrscheinlich demnächst dann mal in einen Adventskalender reinkommen, weil das ist mir dann doch irgendwann zu viel. Ich verwende einen Toner, ein Serum, Augencreme, dann noch hier Anti-Pickel-Serum und Gesichtscreme und Bodylotion, Fußsalbe, Handcreme. Irgendwann reicht es auch mal, genau. Und das ist halt dieses kleine Pöttchen, ja. Ich meine, klar, ja, an dem Hals und am Dekolleté siehst du halt am ehesten, genauso wie auch an den Händen, ne, das Alter eines Menschen, das ist definitiv so. Ich persönlich bin aber jetzt nicht, also das ist mir einfach dann zu viel. Dann haben wir als nächstes hier von Eclat ein Parfum drin. Das ist toll. 55 Milliliter sind hier enthalten. Das ist richtig, richtig schwer. Bin sehr gespannt, was da drin ist. Ist ein Parfum drin, klar. Okay, ja, so schaut das aus. Ich möchte das jetzt eigentlich nicht sprühen, weil ich das nicht behalten werde, weil ich genug Parfums habe, mehr als genug. Und ich sammle ja für euch für einen Parfum-Adventskalender, den ich gerne auf YouTube verlosen möchte. Ich werde aber einfach mal versuchen, ob ich sowas rieche. Es hat was Florales, aber gleichzeitig auch was Warmes mit dabei. Es riecht sehr, sehr weiblich. Oh, guck mal, das ist bestimmt super edel, weil das auch noch hier magnetisch schließt. Und wenn das der Fall ist, dann ist es meistens gar nicht so günstig. Ich bin super gespannt, was das kostet. Ihr habt ja schon gesehen, ich werde es ja erst beim Schneiden sehen. Ich hätte aber schon gedacht, dass es jetzt hochpreisiger ist. Ich habe das aber noch nie irgendwo gesehen. Es wird aber dann echt wahrscheinlich in den Adventskalender mit reinkommen. Jo, Nummer 154. Keine Ahnung, sagt mir so nichts. Ich habe euch auch die Duftnoten eingeblendet, deswegen, ne, keine Ahnung. So, dann haben wir als nächstes hier etwas, ja, das ist nicht mein Fall, aber es würde tatsächlich passen, Treue Größe von L'Oréal Paris, dunkelblond bis hellbraun, Magic Retouch, ein Sofortansatz-Kaschier-Spray. Da ich das unfassbare Glück habe, dass ich meine Haare nun mal nicht färbe, sondern dass das hier meine Natur-Haarfarbe noch ist, Klopf auf Holz, brauche ich das nicht. Es wäre aber tatsächlich, wenn ich mir das so anhalte, wirklich meine Farbe, ne? Also das wäre schon so meins. Das ist so ein richtig goldblond. Vielleicht ein Müh heller hätte ich gebraucht, aber das wäre schon, ne? Ich meine, hier an den Seiten brauchen wir gar nicht drüber reden. Da werde ich schon ein bisschen dunkler. Ich werde irgendwann grau werden, irgendwann, aber jetzt nicht. Genau, das heißt, das wird weiter wandern. Vielleicht bekommt meine Mama das, wenn sie das mag. Ich muss sie mal fragen.
Und dann haben wir etwas hier drin, auch von CL. Med plus ein Deodorant-Stick Mini für sensible Haut. Da sind 25 ml enthalten. Das ist ein Produkt, was ich dann gerne verwenden werde. Abends, nachdem ich geduscht habe, wenn ich mich rasiert habe. Und dann das Produkt, das ist schon cool. Das mag ich, ne? Das ist halt ein richtiger Stick-Stick. Das ist geil. Ja, riecht auch sehr frisch halt einfach, ne? Doch, das werde ich dann auf jeden Fall mal austesten. Keine Fleckenbildung, kein Brennen nach der Rasur. Perfekt für mich, denn ich rasiere meine Achseln fast jeden Tag und das ist dann echt fies, wenn du dir was drunter sprühst, wo irgendwas drin ist, was weh tut. So, ja, wir haben hier schon sehr viel geile Sachen drin, oder? Also das ist schon sehr abwechslungsreich, meine Meinung. Das Einzige, was jetzt noch nicht so kam, ist jetzt irgendwie dekorative Kosmetik, aber ja, hier haben wir noch ein bisschen was. L'Oreal Elnett, ultrafeines Haarspray, duftneutral, starker Halt. Ja, wenn es irgendwas gibt, was ich nicht verwende, dann ist es Haarspray. Vielleicht bewahre ich das auch für Weihnachten, weil wenn wir einen Tannenbaum haben, gehen wir noch einmal vorher mit Haarspray über den ganzen Tannenbaum, damit die Nadeln nicht so schnell abfallen. Aber dafür jetzt ein Haarspray zu behalten, muss ich mal gucken. Ansonsten wandert das ja auch entsprechend bei Freunden und Familien weiter, ne? So, ja. Aber ich denke, dass viele sich darüber freuen, weil viele verwenden ja auch Haarspray und das ist ja auch eine gute Marke. So, was haben wir hier? Eine, oh, Natural Mint and Eucalyptus Night Cream von Professor Herb. Das ist eine Nachtcreme. Das ist ja cool. Da sind 60 ml drin. Also irgendwas Kräuteriges. Das finde ich irgendwie cool. Der sieht total witzig aus, der Typ. Erinnert mich ein bisschen an Max und Moritz, ne? Den Lehrer. Ah, interessant. Das riecht jetzt schon hier aus dem Pöttchen raus. Sehr, 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 sehr cool. Helps to repair cell damage whilst promoting a healthy, smooth and radiant glow. Also das hilft quasi, die Zellen zu reparieren, die Zellschäden zu reparieren, während er gleichzeitig dann noch einen gesunden, sanften, strahlenden Glanz verleiht. Packed with skin-soothing active ingredients such as mint and eucalyptus leaf oil. Also das ist mit Minze und Eukalyptus Blattöl und das sind beruhigende Stoffe und hier ist die Creme. Die sieht auch sehr, sehr wirklich gelmäßig aus, sehr angenehm, sehr feuchtigkeitsspendend. Boah, aber das musst du echt haben wollen, ne? Das könnte man auch als Unisex-Creme verwenden, weil das tatsächlich auch durch dieses Eukalyptus und Minze jetzt nicht irgendwie klar Mann oder Frau zugeteilt werden kann. Ja, könnte man auch als Erkältungsbalsam verwenden, tatsächlich, ne? Also das ist wirklich eine Geschichte, das muss man mögen. Finde ich schwierig, sowas dann als Nachtcreme. Da bin ich dann doch eher so ein sanfter, cremiger, pudriger Mensch von dem Duft her. Das ist nicht so ganz meine Welt, um ehrlich zu sein. Was aber ganz meine Welt ist, sind diese zwei Produkte von Haask. Denn das hatte ich schon mal. Das finde ich ja so geil. Jeweils 100 ml von dem Arganöl, Shampoo und von der Spülung. Und Leute, das sind tolle Produkte. Die hatte ich schon mal in einer großen Größe. Und die sind so pflegend. Das Arganöl pflegt die Haare, das macht sie geschmeidig. Das gibt denen wieder Kraft und Glanz zurück, ne? Weil das auch die Haarstruktur dann wieder glättet und irgendwie total nett. Strengthens and restores. Ja, also stärkt und repariert halt in dem Sinne. Und ich finde es einfach mega geil, dass sie da Shampoo und Spülung mit reingepackt haben. Macht mich richtig glücklich, denn ich liebe es, von einer Marke das Gleiche zu verwenden. Nein, von einer Marke beide Produkte dann zu verwenden. Und das ist einfach sehr, sehr angenehm. Der Duft war, glaube ich, relativ gewöhnungsbedürftig, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, halt, weil du da halt auch dieses Arganöl mit drin hast. Das ist ja nicht so ganz das netteste Duftgedönsen, finde ich. Aber es stinkt jetzt nicht oder so. Aber es ist eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Cool finde ich auch, dass du halt hier dieses Press hast und dann kriegst du hier oben das Produkt raus. Liebe ich unter der Dusche, weil wenn ich da Schraubverschluss habe und den Deckel dann in der Hand halte, dann ist immer so, wohin damit, ne? Bin ich immer so ein bisschen lost, aber läuft. So, als nächstes haben wir hier etwas drin. Ich weiß nicht, warum wir das in letzter Zeit so viel kriegen. Vielleicht, weil sich die Menschen neue Schuhe kaufen und deswegen neue Winterschuhe, ne? Und die sind irgendwie, die drücken und deswegen braucht man das. Von Compete diese Fersenpflaster. Da hatten wir auch schon ein Blasenpflaster mit drin. Ja, ist nicht weg, ne? Also kann man gebrauchen, aber hat jetzt für mich in der Beautybox nicht
ultimativ viel drin zu suchen. Keine Ahnung, aber das ist einfach nur meine, ne, Meinung. Einfach mit High Heels unterwegs, ja gut, das bin ich jetzt nicht unbedingt im Herbst. Das bin ich dann eher Richtung Sommer oder Frühling. Aber dann ist es auf jeden Fall eine hilfreiche Geschichte, weil wenn ich High Heels trage, dann batsche ich mir die ganzen Füße auch immer voll mit irgendwelchen Gel-Schuhpads, Einlagen und so weiter. Und deswegen ist es eigentlich ganz geil. Und das ist so eine Art Polster, ne? Schützt vor Scheuern. Ja, eigentlich ist es ganz nett. Ja, komm, eigentlich ist es ein gutes Produkt. Da will ich mich jetzt doch vielleicht nicht beschweren. Vielleicht. Dann haben wir etwas drin und das finde ich extrem geil. Die Volume Million Lashes Mascara Extra Black von L'Oreal. Haben wir einfach mal eine Full Size von der Mascara drin? Hammer! Das finde ich echt toll. Nicht, dass ich schon 5 Milliarden Mascaren hätte, aber das hier ist eine Gummibürste. Und die soll, soweit ich das mal gehört habe, ich glaube, ich habe die selber noch nie wirklich verwendet, die Wimpern halt so extrem gut trennen und halt wirklich so Länge geben. Ja, voll geil, ne? Das dekorative Kosmetik voll bringt mich zum Strahlen bislang. Sehr gut, diese Box. Und dann haben wir hier als letztes von Belle Hypoallergenic, was ist das denn? Ein Lip Balm Regeneration. Ja, ist eine interessante Farbe, ne? Das ist so ein Rosa, aber ich denke, dass es halt eher mit den Lippen dann verschmelzen wird und die Farbe dann entsprechend sich nicht so krass auf den Lippen darstellen wird. Aber ja, auch das braucht man tatsächlich im Winter. Trocknere Jahreszeit, Lippen werden spröder und ja, passt. Also der Inhalt von der Box hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also da haben wir coole Produkte drin, du wirst gepflegt, ja. Von Kopf wirklich bis Fuß? Nee, die Füße werden ausgelassen und der Körper auch, ne? Nee, die Füße, wir haben die Fersenviecher von Compete. Ja, du wirst hier gepflegt von Kopf bis Fuß, hast ein bisschen was zum Naschen, hast dekorative Kosmetik und du hast so ein bisschen Duft. Du hast hier, ne, Naschi-Naschi. Also gefällt mir. War sehr gut gefüllt, die Box. Also das hat mir gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Aber die Auswahl hat mir gefallen. Und ich glaube, dass Kravum-Produkt, was in dieser Box drin sein soll, wäre theoretisch das Parfum. Ich weiß aber nicht, was es kostet. Ich habe es ja noch nicht nachgeguckt. Vielleicht aber auch die Nachtcreme. Ich weiß nicht, was hier das teuerste Produkt ist. Für mich persönlich, das Kravum-Produkt ist aber My Sweet Table, weil ich damit meinen Freund halt irre glücklich machen werde. Und dieses Strahlen, was ich ihm ins Gesicht damit zauber, ist einfach unbezahlbar. Ja, und dementsprechend, geile Box, hat mir gefallen. Alles weitere in der Infobox, was hier so Kosten und Tüdelü und Links und Teilnahmebedingungen für die Verlosung und so angeht. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!